Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 2016 und wir zocken weiter im Karrieremodus und es geht weiter in der Champions League und hier spielen wir gegen Benfica Lissabon und es geht hier um die Tabellenspitze in der Gruppe, somit wollen wir uns mal reinhängen und oh, ich würde sagen, wir geben mal unser Bestes. Die Frage ist nur, mit welcher Aufstellung. Ich würde sagen, Thomas Müller darf mal beginnen. Und sonst brauchen wir eigentlich nicht großartig durchwechseln. Ne? Wenn ich das richtig sehe, sind hier eigentlich alle ziemlich fresh drauf. Wir nehmen nochmal den Costa mit, anstatt Sterling. Ne, braucht eigentlich keinen weiteren Tausch. Das passt schon so. Wir können höchstens den den Philipp Lahm mal für Rodriguez bringen. Und dann geht's los. Dann geht es los. So, da hätten wir auch gerade den Ball bekommen. Aber ich lege ja eh nicht so viel Wert auf diese Minispiele. Scheiß drauf, sage ich dazu. Und wir wollen loslegen. Hoffentlich genauso wie im letzten Spiel gegen Cologne. 5-0 oder sowas wäre schon ein gutes Ergebnis. Aber meistens gestaltet sich die Champions League doch um einiges schwieriger als die Liga. So, da haben wir Lewandowski. Einwurf für uns. Sehr schön von Danilo. Ah, das war halt Philipp Lahm, ne? Schießen ist jetzt nicht so seine Stärke. Aber Lewandowskis Schuss war noch schlechter. Von dem sollte Schießen eigentlich die Stärke sein. Wow! Der wurde ja noch richtig gefährlich. Schlechter Ball von Pogba. Fuck. Neymar, ne? Das war Neymar und er wird einfach so von irgendeinem anderen überholt. Das ist wieder dieses Nervige, was ich meine. Die C-Computer werden einfach schneller gemacht, nur damit sie eine Chance haben, weißt du, auf Stufe Profi. Ich will nicht wissen, wie es auf Weltklasse ist. Wahrscheinlich sind die da alle doppelt so schnell wie die eigenen Spieler. Nur damit die CPU dann eine Chance hat. Eieiei, das war natürlich von mir richtig gut. Machen wir es gleich nochmal. Krass. Ich hasse diese Computer, die das so machen, also die sich da, die dann vorne warten. Ich habe denen gerade zwei richtig geile Chancen gegeben, nur durch meinen Fehler, so, aber Sterling, nee, Costa. Und da ist der Pfosten. Das wäre wieder Neymar gewesen.
Oh, und da rennt auch irgendjemand. Guck mal, das ist... Warum hält den Manuel Neuer nicht einfach in der Hand? Ich meine, der ist so nah am Keeper, den muss er festhalten. Den muss er festhalten. Ich check es nicht. Was soll das? Ja, komm. Dann mach mal weg den Scheiß hier. Neymar. Und da haben wir das 1-0. Neymar. Was ist mit Neymar los, ey? Er dreht zurzeit durch. Nein. Nicht dein Ernst. Oder auch noch gelb dafür. Für nichts. Schon krass. Los. Mann, 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 Mann. Was macht denn meine Abwehr hier? Und ich habe jetzt schon wieder gelb gesehen, oder was? Jetzt für alles gelb geben. Ja, ich wollte auch nicht. Wusste, ich schaffe eh keinen Angriff mehr. Oh, da müssen wir leider mal durchtauschen, weil ich kann, lass die nicht drin, die mit gelb. Ribéry ist am Start. Weg im Biss. Oh Mann. Was zum Henker? Was für ein Schuss, Digga, der war so schlecht. Nein! Dein Ernst? Was machen meine Spieler denn jetzt schon wieder? Nein, und der Verteidiger positioniert sich auch noch perfekt, Mann. Neymar. Und Elfmeter! Was für ein Idiot. Neymar holt den Elfmeter raus. Guck mal, der berührt nicht mal den Ball. Was?
Und der Nachschuss von Pogba geht rein. Ich dachte, der wäre voll drin gewesen. Der Elfmeter. Aber egal, trotzdem 2-0. Ich glaube, Ribéry hat sich verletzt. Sterling ist auf der Bank. Machen wir mal so. Der war drin, der war noch drin. Der war noch drin. Douglas Costa. 3-0. Da rennt der verletzte Ribéry auch noch hin. Da. Torlinientechnik. Ja, der war ja noch richtig weit drin. Allein, guck mal, Lewandowski wollte schon irgendwie zum Jubeln zu ihm laufen. Obwohl das Tor noch gar nicht gefallen war. Und da lässt sich der Lewandowski so eiskalt abkochen da vorne. Ey, Mann, Mann, Mann. Super Pass von Pogba. Und schlechter Schuss von Roberto. Und das war auch schlecht von Roberto. Schlechter Pass, ey. Na, Laporte, lauf. Einen Angriff haben wir noch. Da ist wieder Sergio Roberto. Und ich wollte zu Pogba spielen und er spielt ihn da irgendwie in die Mitte. Ich weiß nicht, was der Sergio Roberto macht. Aber ich habe sogar wirklich nach links gelenkt und nach rechts und der Pass ging ja eben eher nach links. Ja, das war's. Das war's, schade. Fast noch ein vierten Treffer gemacht. Und wir spielen. Das sah gerade voll aus wie das HSV-Stadion, weil alles so blau war. Aber die Allianz-Arena hat ja auch überall blau wegen Allianz. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.